Am 27. Juni fand ein Projekttag an der Ecolea Internationale Schule Schwerin zum Thema Umwelterziehung statt. Für die Fünftklässler ging es am 27. Juni unter anderem zum Kleingartenverein Schelfwerder. Die jungen Schülerinnen und Schüler befassen sich mit dem Thema Bienen und Nachhaltigkeit. In den vergangenen Monaten errichteten drei Zwölftklässler einen außerschulischen Lernort gemeinsam mit dem Kleingartenverein. Im Rahmen eines Schulprojektes planten, organisierten und bauten die Schüler ein Bienenhaus. Und das dient jetzt für uns als Lernort, wo wir sozusagen mit den Schülern hier hinkommen, uns jetzt von einem Imker hier aus dem Kleingartenverein Schelfwerder eine Einweisung bekommen haben, wie das mit den Bienen läuft, wie die Bienen arbeiten und so weiter. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass der Kleingartenverein uns hier die Möglichkeit gegeben hat, das Projekt hier zu realisieren. Wir haben das Konzept geschrieben, wie das ablaufen soll und dann eben auch das mit dem Projekttag, was heute stattfindet, haben wir auch einen Teil mitgeplant. Das Schild haben wir gemacht. Also die Idee und alles kommt von uns und die ganze Koordination. Hier kommen die Waben rein. Ja? Eine Stunde lang lernten die Schülerinnen und Schüler das Wichtigste über Bienen und ihre Bedeutung für die Umwelt. Die mutigsten Kinder trauten sich ganz nah an die Bienenstöcke heran. Ja, ich habe viel gelernt. Zum Beispiel wusste ich auch nicht, wie man so Bienen einfängt, wenn die weggeflogen sind. Sehr gut, weil es einfach sehr spannend heute war und auch schön, mal so neue Sachen zu erfahren und gerne nochmal. Also sehr gut, es war sehr spannend und ja, ich habe viel gelernt, dass es Arbeiterinnen, Drohnen und eine Bienenkönigin gibt. Beim sogenannten Green Day nehmen die 5., 6. und 7. Klassen teil. Während für die Fünftklässler Bienen im Vordergrund stehen, befassen sich die 6. Klassen mit dem Thema Sauberkeit und die 7. Klässler lernen etwas über die nachhaltige Verwertung von Müll im Alltag.